100 Leute verstecken sich als Dirtskin. Wer die meisten davon findet, gewinnt 1000 Euro. Gabo, bitte lass mir den ein. Bitte, ich habe ihn gefunden. Wo? Da oben. Da komme ich doch nicht hin. Ich habe keine Blöcke. Ja, Junge, komm schon. Damit logisch ist euer Hau. Herzlich willkommen. War ich hier schon? Steht da jemand? Wenn du diesem Video nicht in den nächsten 3 Sekunden ein Like da lässt, dann sorge ich dafür, dass du für immer einen Dirtskin drin hast. Alles voller Dreck. Hä, hey, wieso Dreck? Ja, komm rein. Ach so, ach nee. Ja, warte, warte, ich bin noch außerhalb. Warte, ich flieg zum Spawn rein. Oh, pfui Teufel! Was ist denn hier los? Derjenige von uns beiden, der die meisten findet, gewinnt 1000 Euro. Lukas, sind wir voll? Ich bin komplett voll. Junge, dass du komplett voll bist, ist es mir klar, dass du dich abschießen musst vor der Challenge. Ich hoffe, dass wir diesmal nicht crashen. Ich frage Lukas, ob wir voll sind. Halt, Leute schreiben ja, ja nee. Nee. Wir haben diesmal die RAM-Kapazitäten erhöht. Wir mussten letztes Mal, nachdem die Challenge 2-mal gecrashed ist, haben wir die RAM-Kapazitäten irgendwie um 20 GB erhöht. Du bist ein Dirtblock. Du sollst dich einfach nur verstecken. Das ist die Erklärung. Das kann ja nicht so schwer sein. Eine 30-seitige Facharbeit jetzt. Ja, 30-seitig. Los, komm, abgeben. Das sind die doch, sind die doch gewohnt von den ganzen Hausaufgaben, Alter. Kauft Logopappköpfe, schreibt einer. Das ist schon zu spät jetzt bald. Die gehen jetzt bald alle zu mir. Junge, ich werde von irgendwie, keine Ahnung, 30 Dirtblöcken vergewaltigt, Alter. Ja, man kann mitmachen. Keine Ahnung, wie viele freie Plätze noch sind. Hat Lukas das in den Chat geschrieben? Lukas meinte, vorne sind noch 20 freie Plätze. Das Tab-Ding ist auf alle Fälle mit einer Menge Schmutz gefüllt. Die Border wird auch als Grenze genommen. Da hat irgendeiner was geschrackt, warum nicht die Border als Grenze nehmen? Ja, die Border wird gleich erweitert und dann ist es die Grenze. Ist ja nicht so, als ob ihr über die ganze Minecraft-Welt laufen könnt. Ich freue mich schon auf die 2. Runde. Da machen wir mit Holzskins. Was bekommt der Gewinner? Na, Gamma und ich treten gegeneinander an. Wer die meisten Leute findet, gewinnt Ruhm, Ehre, 1000 Euro, das Klassische. So, ist Lukas jetzt wieder drin. Lukas! Leute, hier macht einer einen Screen. Willst du mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Sieht keine Name-Tags, Mann. What the fuck? Hast du Leute bestochen, dass die bei dir bleiben? Nein, ich keine Ahnung, wer das ist. Komm, gib zu, Gamma. Du hast Leute... Wow, Alter, er steht ja auch... Hä, er kann mich schlagen? Ah, ich kann ihn auch schlagen. Leute, hey, guck dir den Typ mal an, Alter. Der ist ja mal absolut krank versteckt. Du Wildbruder. Aua. Wer ist denn das? Hören Sie auf damit. Geht's jetzt schon los? Ich weiß es nicht. Ist Lukas schon mit? Lukas ist einfach weg. Oh, wir haben jetzt das Diamantschwert. Oh, jetzt können wir uns gegenseitig töten. Okay, Du darfst ihn dir holen. Du darfst ihn dir nehmen. Okay. Bleib stehen, Junge. Okay, ich glaube, die Auswertung ist... Oh! I'm a bird! Er ist gut versteckt. Das Ding ist, ich glaube, am Ende wird erst gecountet. Ich habe also keine Ahnung. Du musst grob mitzählen. Ich habe einen. Man sieht einen Counter. Wo? Wenn du jemanden tötest? Ja, ja. Okay, Chat meint ja, dann hat es also geklappt. Ja klar ist der Stream verzögert. Der muss ja erstmal von hier zu den Servern. Ich hätte gerne ein Eisenschwert. Ich finde die Schwerter nicht so hübsch. Wo sind die denn alle? Ja, keine Ahnung. Ich habe 2. Also, aber... Wir können nichts abbauen, das heißt so. Oh, danke, Lukas hat mir ein Eisenschwert gegeben. Dankeschön, finde ich viel hübscher als das Diamantschwert. Also, außer die haben alle jetzt einen OP-Spot, wo sie alle auf einem Haufen stehen, was ich nicht glaube. Was wäre das denn für eine Schwarmintelligenz? Was wäre denn da auf einmal los? Läufst in so ein Loch rein, sind da irgendwie 40 Leute. Das kann ja nicht so schwer sein, oder? Die Leute können sich ja auch nicht einbauen, die sind ja alle im Adventure-Mode. Ha, ich habe einen! Okay, ich habe jetzt 3 insgesamt. Oh, wäre er da stehen geblieben, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht gesehen. Ey, ich check's halt nicht, weil hier ist extrem viel grün. So, und mit... Die haben unterschätzt dort nicht, wirklich. Unterschätzt das nicht. Ja, ja, safe. Ich bin auch am überlegen. Ich denke, ich nehme die 2. Runde auf. Okay, nimm die 2. Oh, oh, er hat Big Bang gemacht. Lol, wer ist er denn? Oh mein Gott. Oh, oh ja, ich habe ein Versteck gefunden. Oh, das waren schmackhafte 3 Leute. Oh mein Gott. Oh, oh, ich habe... Oh. Alter Schwede. Junge! Solche Brains, Mann. Das ist geisteskrank, wie sich die Leute verstecken. Lol, ich hatte einfach noch 41 Chunks Sichtweite. Warum? Hier oben war gerade einer auf den Bäumen. Das soll wahrscheinlich so ein Rennkandidat sein, der die ganze Zeit wegrennt. Aha. Bin er. Ach nee, das ist ein Schwein. Okay, das Problem ist, wenn ich jetzt in so eine Höhle gehe, komme ich da nicht mehr raus. Also wenn da jemand reingesprungen ist, rest in peace. Der steckt da die ganze Zeit fest. Ja, guck mal, wie viele Leute das sind. Wo sind die denn alle? So lange dauert. Alter, wenn... Ach, Junge, wenn die sich auch so hart verstecken. Oh, wo sind... Was sind das für Menschen? Jetzt mal ohne Mist. Kann ich nur Stein abbauen? Nein! Ja!
Gabo, bitte lass mir den ein. Bitte, ich habe ihn gefunden. Wo? Da oben. Da komme ich doch nicht hin. Ich habe keine Blöcke. Ja, Junge, komm schon. Hör auf, ihn zu boxen. Ich habe ihn. Ich brauche... Okay. Ich denke, ich mache mir jetzt einmal... dürfen wir uns eine Schaufel machen? Ja, du kannst dir Tools herstellen. Aber mach nicht zu viel von der Map kaputt, hi. Nee, mach ich nicht. Ich will nur ein bisschen Erde abbauen. Okay, komm, wir teilen uns das, machst du mir eine Schaufel mit? Komm, aus Ehrenmänner. Also, auf Ehrenbasis. Einfach, damit wir uns irgendwo hochbauen können. Genau. Das ist dann genauso dumm, wo ich in der Ostereier-Challenge auf einmal angefangen habe, Stein abzubauen. Anstatt mir einfach Erde zu holen. Dankeschön für die 100 Bits. So, weiter geht's. Das Ganze auf... Junge, die ganze Tab-Liste ist voll. Da ist einer auf dem Baum. Oh, du... Leute, ich dachte, bei mir war auch gerade einer auf dem Baum. Hier ist die Schmutzpolizei. Die Schmutzpolizei. Komm, sag mal. Ich will sie verhaften. Da ist er. Gumm zu mir. Hallo. Ich hoffe insgeheim auf so ein Loch, wo so 30 Leute sind. Ja, ich auch, Alter. Auf so richtig Jackpot, Alter. Ja, ich habe vorhin in so eine Höhle geguckt, aber ich hatte da noch keine Blöcke. Ich hatte Angst, da irgendwie reinzugehen. Ja, ich war auch in so einem kleinen Wasserloch. Da waren einfach auch 3 Leute. Ich habe die ganze Zeit Angst, mich vor dem Chat zu blamieren. Und ich krieg Paranoia. Ich drehe mich die ganze Zeit um und guck irgendwie auf die Erdflächen. Bleib konzentriert. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, aber ich will halt einfach nicht dran vorbeilaufen. Das ist auch, ach Mann, ey. Man bildet sich manchmal auch einfach Leute ein. Ja, ja, safe. Das ist ja geisteskrank. Moin, Meister. Ich bin an keinem vorbeigelaufen. Ah, Leute, da hinten ist unser alter Spawn. Als wir heute früh das Plugin getestet haben. Wir haben ja nur einen Bruchteil der Leute bis jetzt gefunden. Wie geht das? Ja, Kollege, jetzt sehe ich dich. Der kann sich doch gar nicht bauen. Och, Jungs, bitte bleibt doch einfach stehen. Das macht auch keinen Sinn. Bitte, Jungs. Hä? Ja, Ehrenmann. Warte mal, der Typ ist ja mal der übelste Jump'n'Run-Hit. Kollege. So nicht! Och, bleiben Sie doch stehen. Ich habe 12 Leute jetzt schon. Ich glaube, hier werde ich den einen oder anderen finden. Da war so ein Lavasee. Also, war was? Oh, nee, hier ist einer! Hab ich jetzt nicht. Oh, easy. Aber ist hier noch einer? Oh, es ist so... Mein Monitor ist so dunkel! Stimmt, du hast ja so Paperwhite-Monitore gefühlt. Junge, ich sehe nichts, wenn das da dunkel ist. Moin Meister, wie geht's den Kindern? Hier ist einer! Oh mein Gott, hätte er sich nicht bewegt, hätte ich den nicht gesehen! Komm her jetzt! Komm her jetzt! Meins! Meins! Komm her! Oh mein Gott, zum Glück ist er nicht in die Lava gerannt. Ich glaube, dann hätte ich den Kill nicht bekommen. Oh, oh Mann, Leute, mein Monitor ist so dunkel. Ich sehe nichts. War ich hier schon? Steht da jemand? Ich hab ihn nicht gesehen. Da steht noch einer. Steht hier noch jemand? Hallo. Alter, what the f***? Mein Monitor ist so dunkel. Ich habe da 2 Leute nicht gesehen. Ja, das ist wirklich peinlich, Leute. Es tut mir leid. Ich habe euch enttäuscht. Bitte verzeiht mir. Ich gelobe Besserung. Ja, irgendwie 13 oder so, glaube ich. Ja, damit haben wir beide einen kleinen Bruchteil von den Leuten, die wir auf dem Server gehen. Also, wir sind 100 Leute auf dem Server. Nein. Ich habe 3-mal hingeguckt und wollte einfach vorbeigehen. Nee, ich bin vorhin schon 2-mal an einem vorbeigelaufen. Ja, manchmal bilde ich mir ein, dass da Leute stehen an manchen Ecken. Es ist einfach nur eine Oberwelt quasi. Es ist wie eine große Hide-and-Seek-Map. Ich drehe durch. Ich gucke zu lange schon auf den Dirt. Ich glaube, dann sieht man einfach die ganze Zeit Leute. Safe. Alter Schwede, was... Du dir irgendwann diese Alter, was macht denn das menschliche Gehirn mit dir? Du guckst so lange auf diesen Dirt-Block, bis du dort Leute siehst. Bin ich geisteskrank? Bin ich schon geisteskrank? Leute, ihr könnt mir doch nicht erzählen. Ihr seht das doch auch, wenn ihr zu lange... Konzentriert euch mal, wenn ich hier weiterlaufe. Die ganze Zeit hier zum Beispiel auf diese Linie hier oben. Und guckt euch das an. Ihr denkt irgendwann, dass da Leute... Oh, da läuft jemand! Was macht er denn? Ich frag mich, was mit Carsten los ist, Alter. So groß ist die Map ja auch gar nicht. Also, wenn ich es mal mit unseren Challenges vergleiche, ist das die kleinste Map, die wir bei einer Challenge jemals verwendet haben. Komm mir in die Arme, komm zu Papi. Junge, hier stehen Leute am Spawn. Wollt ihr mich verarschen? Wir können auch mal so eine Extreme-Version machen, wo die Leute auch noch respawnen können. Dankeschön. Jo. Wir brauchen locker schon eine Stunde, um die ganzen Dirts zu finden. Der ganze Tab ist damit voll. Jetzt habe ich dich. Ah, ich wollte den Berg da hinten checken. Ich glaube nämlich, dass sich da noch Leute rumtreiben. Alter, das ist ja geisteskrank. Wir sind auch schon über 20 Minuten am Suchen. Na, keine Ahnung. Die meisten Leute, die ich bis jetzt gefunden habe, haben sich wirklich legit an irgendwelchen Berghängen oder in irgendwelchen kleinen Höhlen versteckt.
Und ich bin schon viel über die Bäume und habe da gar nichts gesehen. Einer schreibt, er sieht dich, Gammo. Wo? Keine Ahnung. Hat er im Chat geschrieben. Ich sehe, ach doch. Ich habe mich legit gerade nach hinten gedreht. Hast du jemanden gefunden? Aber im Real Life. Oh mein, oh Kollege, komm schon. Ne, hier ist niemand. Hier kommt auch keiner rein. Leute, das ist nicht dein Ernst, oder, Kollege? Das Ding ist, er war als Dirtblock einfach an so einer Sanddüne versteckt. Ja, safe. So ein Kandidaten hat jemand. Oh Junge, das sind ja absolute Brains. Das darf ich hier nur in der dunklen Höhle wieder niemanden übersehen. Nee, das stand im Chat. Ja, klar, schreibt er das in den Chat. Aber ich lass mich nicht. Die können doch alle schreiben, dass die mich sehen. Ja, schon. Jetzt schreiben die das, Wette, wenn du das jetzt angesagt hast, mit kleiner Streamverzögerung, die schreiben das in ein paar Minuten die ganze Zeit. Die schreiben die ganze Zeit im Chat, Lugu, ich kann nicht sehen. Lugu, ich kann nicht sehen. Ich sehe mich. Ja, im F5 oder was? Junge, wenn Gambo sich selbst sehen würde, würde der sich wahrscheinlich vor Angst in die Hose scheißen. Hä, ich glaube, hier war ich sogar schon mal. Ja, hier war ich vorhin erst. Ja, Leute, dass ihr mich im Stream sehen könnt, ist ja klar. Das Problem ist, vor mir können die Leute sich theoretisch noch verstecken, wenn sie so die Umgebung erkennen. Aber vor dir ja nicht. Du müsstest also ja, theoretisch, wenn hier sich viele Leute bewegen, müsstest du es ja sehen. Die ganzen Bäume hast du gecheckt, oder? Ich glaube, ich werde auch langsam. Also das macht mich geisteskrank. Meine Augen brennen auch. Ja, wirklich. Ich seit Beginn der Challenge nicht geblinzelt. Ja, Alter, ich muss mich auch darauf konzentrieren, ein bisschen mehr zu blinzeln. Irgendwie strengt das richtig die Augen an, hier die Leute zu suchen. Was Leute kriegen, die bis zum Ende überleben? Einer schreibt eine Stunde. Ja, eine Stunde ist so das Limit, würde ich jetzt sagen. Wir sind jetzt... Ich habe gerade das Okay von Nico bekommen, dass das wohl zeitlich limitiert auf jeden Fall möglich ist. Okay, zeitlich limitiert weiß ich, dass das geht. Ja. Das haben wir letztens mit diesem einen Typen gemacht, dem wir einfach einen Tag lang YouTuber-Rang auf dem Server gegeben haben. Oh Mann. Wenn wir später Ränge haben, also wir wollen so ein Tag-System reinbringen, dass so Sachen über dem Namen stehen. Wenn wir das später haben und Leute Challenges gewinnen in Community-Events, dann gibt es da sicherlich auch Tags in Zukunft für. Ja, kannst halt an den Events teilnehmen und Sachen gewinnen. Einer fragt nach Screen. Oh, hier bin ich doch locker schon viermal dran vorbeigelaufen. Von vorne ist es echt schwer, aber wenn du dann zum Beispiel so von oben auf die Köpfe guckst, dann erkennst du sie eigentlich meistens, ja, die Leute. Aber bei mir ist es jetzt schon so weit, wenn ich in so einem Höhleneingang bin und so eine Ecke von einem Dirtblock sehe, denke ich, das ist ein Kopf. Wenn man so ein bisschen in den Horizont schweift und dann so guckt, einer schreibt seine Koordinaten rein. Küsst du die Leute jetzt? Du weißt ja gar nicht, wie alt die sind. Ey, 26 Leute habe ich jetzt schon gefunden. Ich finde das schon fair, dass man normal über die Map rennen muss. Da war keiner, Leute. Ich habe diesmal ganz genau hingeguckt. Aber ist das eine Höhle, die Frederik nicht versiegelt hat? Junge, wenn hier Leute stehen, werde ich die nicht sehen. Ich habe gerade eine Party-Einladung bekommen. Ich glaube, hier hat Frederik keine gute Arbeit geleistet. Ist da eine Höhle komplett offen, oder wie? Ja, hier ist eine super tiefe und verzweigte Höhle. Also selbst wenn ich mir die Höhle jetzt hier angucke, die ist ja geisteskrank. Ich fühle mich dermaßen beobachtet, wenn ich in so eine kleine Höhle reingehe, ist geisteskrank. Ich hoffe, dass hier niemand drin ist. Da müsste ich mir jetzt erst Mining-Equipment machen und müsste mir erstmal ein bisschen Kohle farmen. Müsste erstmal einen Tagebau aufmachen. Junge, Junge, also wenn da jemand in der Höhle ist, RIP. Ah, einer hat geschrieben, dass er Dirt ist. Danke für den Tipp. Da muss ich jetzt gleich mal die Augen offen halten, ob ich da jemanden finde, der sich vielleicht als Dirtblock versteckt. Meine Augen fallen mir gleich raus. Meine Augen sind mir gerade schon rausgefallen. Oh Mann, Alter. Guck mal, wie viele Leute das noch sind. Gut, wir sind nur noch auf zwei Seiten. Ja, wollte ich gerade sagen, wir machen langsam Fortschritte. Ja, so langsam, Junge. Ich habe seit 10 Minuten niemanden mehr gefunden. Vor allem, ich reiß die halt auch so auf wie so ein... Ja, und vor allem mich macht dieses konzentrierte Gucken auf die Erdblöcke total fertig. Ey, da muss ich das nächste Mal, glaube ich, einen Troll draus machen, dass alle Leute bei mir markiert sind oder sowas. Noch 38 Leute, schreibt da jemand. Och, du heilige Scheiße. Jetzt schwör, also wenn... Oh, Leute, hier ist einfach keiner. Meine Augen brennen so hart, Alter. Ich muss mir, glaube ich, nach der Runde wirklich Augentropfen reinmachen. Das ist ja insane. Ja, aber wenn ich mir Augentropfen reinmache, das hilft. Das fühlt sich auch super entspannt an. Aber keine Ahnung. Dann sehe ich so aus, als ob ich geheult habe. Ja, easy going. Irgendwann muss es raus. Ne? Es tut so weh, jede Challenge zu gewinnen. Oh, es ist so schön. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr die Augen dann schließt und das dann ganz kurz nur so brennt? Oh, das ist ein geiles Gefühl. Das war gerade wie in einem Hörbuch. Ich habe einfach zugehört und habe exakt das gemacht. Bitte schließen Sie nun die Augen. Wo sind die denn alle? Das ist doch schon nicht mehr legit. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin in einem falschen Film. Als ob ich verarscht werde. In so einer riesigen... Ah, ich denke, ich bin gerade in der Höhle. Einer meint, er steht mit 6 Leuten auf einem Haufen. Also wer das Loch findet, Jackpot. Ist hier wieder jemand? Ich habe eine Hose an, Leute. Und bitte, ich habe es jetzt schon öfters gelesen. Ich verstehe nicht, warum Leute mittlerweile behaupten, dass ich keine Beine habe. Also... Was?
Ja, komm, Alter, auf Instagram sieht man die dümmsten Sachen. Man geht ganz casual auf Instagram. Ich lese mir so ein paar Fan-Dinger durch und dann lese ich, dass ich keine Beine habe. Ich sehe jemanden. Endlich, ich sehe jemanden. Ich glaube, der ist sogar AFK. Der hat sich nicht mal gefährt. Der ist wahrscheinlich einfach essen gegangen. Ach, Gambo, streamst du im Stehen? Ja, Leute, ich stehe gerade. Seht ihr das nicht? Leute, das ist mir doch egal, ob da ein Lama war. Das ist mir genauso egal, wie dass ich keine Beine habe. Übel viele Materialien drin. In dem Lama? Oh mein Gott, nein. Oh, Junge, da fährt er. Der Drogendealer. Ich bin langsam ein bisschen am Arsch. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe jeden Fleck auf der Map irgendwie zum 10. Mal. Mein linkes Auge tränt. Mein linkes Auge tränt. Frengi! Frengi, bringe bitte die Augenbefeuchtungsmittel und ein nasses Handtuch. Hä? Hier war ich doch auch schon dreimal. Ah, Lukas hatte heute schon mal vorgeschlagen, wir können sowas eigentlich auch easy mal im Nether machen. Ui, stimmt. Hm. Stell mal vor mit Lava-Skins. Oh. Oha. Oh, nee. Ja, Alter, stehen die alle in einem Scheißloch? Ich schwöre dir, die stehen alle in so einem dreckigen Loch. Hundertprozentig. Ich würde sagen, wir beenden, gucken uns die Spots an und für die Holzrunde machen wir die Map ein Stückchen kleiner. Okay. Ja, Leute, ich würde sagen, für die nächste Runde definitiv die Map ein bisschen kleiner. Ich habe schon seit, keine Ahnung, jetzt in 10 Minuten habe ich wieder nur eine einzige Person gefunden. Und ich sehe die im Ecken der Map irgendwie zum 10. oder 20. Mal. Ja, ich würde sagen, wir treffen uns am Spawn, beenden die Runde, geben den Glowing, wir gehen in Creative und genau, checken die Spots ab. Lukas soll noch, ich mache am besten den Screen, dann geben wir den Glowing und dann checken wir zusammen die Spots ab. Dann lass noch kurz 5 Minuten einfach so auf dem Weg zum Spawn ein bisschen und schauen, ob wir irgendwas finden. Hier bei der Schlucht war ich jetzt aber auch schon zweimal. Ich habe da auch die ganze Zeit reingeguckt, hier ist niemand. Selbst wenn die Hälfte davon nur... Also wir lassen die Hälfte weg. Dann ist die andere Hälfte trotzdem hier noch irgendwo. Wir haben for real die ganze Map durchstreift. Und das, was ich bin gleich so gespannt. Also das, was ich mir nicht angeschaut habe, hat sich Safe Call Gambo angeschaut. Okay, Lukas, bist du da? Lukas. Oh mein Gott, ich habe mit 2 Leuten Unterschied gewonnen. Okay. Junge, ist das insane. Okay, ja, GG definitiv. Das war aber... Wie gesagt, fettes GG auch an dich. Das war ja insane. Ich weiß nicht, auf welche Distanz man halt sieht, dass die Leute glowen. Kommst du mir hinterher? Da stand definitiv niemand. Der hat sich da hingestellt. Der stand da nicht. Ich bezweifle aber, dass da Leute standen, muss ich ehrlich sagen. Ja, wie ist er denn da hingekommen? Was ist das für eine Höhle? Oh nee, das ist einfach nur so eine kleine Höhle hier. Ja, safe. Ja, zwischen den Alter Schwede. Ach du Kacke, Bro. Junge, ach du Scheiße. Heilige Scheiße. Lukas, ich hoffe, er hat den Screen gemacht. Hier ist keiner mehr in der Richtung. Hier bin ich auch nicht durchgegrast. Nee, hier unten am Baum. Hier unten. Alter. An dem bin ich locker 10-mal vorbeigerannt. Gut, der hier ist auch übelst krass platziert. Der hat halt so eine Baumlücke ausgenutzt. Ja, safe. Alter. Junge. Ja, und ich bin unter den Bäumen lang und habe diese ganzen Lücken gecheckt, aber nicht zwischen den Blättern. Oh, guck mal, da ist jemand richtig tief. Okay, ja, das muss die OP-Höhle sein. Wie ist er denn da hingekommen? Aber er hat sich zumindest eine Dirtfläche gesucht. Der ist der absolute Ehrenmann. Die Leute bekommen Subrang, die das hier geschafft haben. Das ist mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, bleibt ihr logisch. Haut rein und logisches. Cheerio. Ciao.